Jugend in Hitlers Reich. Das NS-Regime weiß, wie man sie begeistert. Der Bund Deutscher Mädel und die Hitlerjugend bieten attraktive Freizeitangebote und ein trügerisches Gefühl besonderer Auserwähltheit. Denn in euch liegt die Zukunft der Nation und des Deutschen Reichs. Die Jugend wird eingeschworen auf eine Diktatur und soll es nicht merken. Man fühlte sich plötzlich als etwas, was man nie gewesen war. Ein wichtiger Mensch mit einer wesentlichen Aufgabe. Die Mitgliedschaft ist zunächst freiwillig. Doch welches Kind will schon abseits stehen? Christliche und sozialistische Jugendverbände werden unterdrückt, vereinnahmt oder verboten. 1935 ist die Hälfte aller Jugendlichen in der HJ. Unseren Augen muss der deutsche Junge der Zukunft Land und Rang sein, flink wie Windhunde, zäh wie Leder und hart wie Grundstahl. Geländespiel als Vorbereitung für den späteren Einsatz. Denn längst plant Hitler den Krieg. Als er 1939 beginnt, wird die Mitgliedschaft in der HJ zur Pflicht. Wer zu jung ist für das Militär, muss an der Heimatfront dienen. 6 Millionen Kinder und Jugendliche sollen die Männer, die bei der Wehrmacht sind, ersetzen und die Frauen unterstützen. Sie werden rekrutiert zum Dienst bei der Feuerwehr nach Bombenangriffen, dann als Flakhelfer und schließlich Soldat. Viele Jungen können es gar nicht erwarten. Ich war nicht verblendet. Ich war begeistert. Ich war restlos begeistert. Viele Hitlerjungen melden sich freiwillig an die Front. Ich war vollkommen umgekrempelt. Ich bin ja erst geheilt worden, ein Jahr vor der Kapitulation bei der Wehrmacht. Ich habe ja noch 3 Jahre als Soldat, war ich ja immer noch ein halber Hitlerjunge. Bis zuletzt hat ihnen das NS-Regime den Sieg verheißen. Zurück bleibt eine missbrauchte Generation.